Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar habe ich heute für euch ein cooles Wellen-Tsunami-Überflutungsskript für euch. Und ja, so sieht das im Hintergrund dann aus. Und wir können auch die Wellengröße dann später noch einstellen. Das zeige ich euch dann gleich alles. Und dann kommen wir auch direkt zur Installation. Aber wir gucken uns erstmal hier das Heftige an. Wenn wir jetzt in der Ferne schon gucken, ist alles überflutet, ja. Und auch hier extrem überflutet. Würfelpack auch überflutet. Ja, und wir gucken uns das Ganze doch mal an hier. Und das sieht schon krass aus. Kann ja auf jeden Fall ziemlich gut einstellen, falls ihr das haben wollt, natürlich, ne. RP-fördernd wäre es, wenn wir das Ganze noch ziemlich gut anpassen, dass diese Ressource vielleicht nur, keine Ahnung, einmal im Monat oder so kommt, dass ihr die dann aktiviert. Ansonsten halt sieht das krass überflutet aus, ja. Ja. In den Berglandschaften ist das Ganze nicht, macht ja auch Sinn, da kommt das Wasser halt nicht hin, ne. Aber hier der Würfelpark auch extrem überflutet. Ja, das ist der Würfelpark hier, ne? Können wir auch nochmal auf der Karte sehen. Und ja, das PD ist auch mit, ja, säuft auch ab. Und ja, die Physik ist auch da. Also das können wir uns gerne nochmal angucken hier. Uns jetzt kein Null-Clip geben hier. Ja. Dann schwimmen wir bzw. tauchen wir auch komplett. Die KI macht natürlich auch mit, teilsweise. Und ja, so würde das Ganze dann aussehen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir auch wieder in den No-Clip und fliegen hoch, damit wir nicht ertrinken. So, wir stellen uns auf jeden Fall hier irgendwo hin. Ja, und wenn wir hier runter gucken, ist das Ganze halt auch extrem. Ja. Hier können wir das auch nochmal komplett sehen. Das sieht wirklich nice aus, aber wirklich auch krass. Wird ja nur simuliert, aber sowas ist natürlich auch schon in echt vorgekommen. Gut, ich würde sagen, wir kommen direkt zur Installation. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, einfach herunterladen und entpacken. So, wenn wir das Ganze dann heruntergeladen haben, dann haben wir diese ZIP-Datei, die müssen wir einmal auspacken. So, als nächstes hier minus Master kommt immer weg, ja, könnt ihr euch merken. Und hier kopieren wir uns das Ganze einmal raus, den ganzen Namen, und gehen in den Filezeller rein. Wenn wir in den Filezeller drin sind, gehen wir in die Server-CFG oder in eine andere beliebige Server-CFG, die ihr habt. Und dann scrollen wir nach unten und fügen das Ganze hier mit Start oder in Search Leerzeichen und dann den kopierten Ordnernamen ein. Anschließend gehen wir hier auf Speichern und übernehmen das Ganze. Jetzt gehen wir noch in den Resource-Ordner und ziehen diesen Ordner in den Resource-Ordner. Jetzt müssen wir wirklich den Server neu starten, ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Und dann habt ihr diese krassen Wellen. Ja, wie können wir jetzt was umstellen? Und zwar, wir gehen in diesen Ordner rein und gehen in Meta-Ordner rein und gehen in die Wasserdatei rein. Und alles, was hier grün ist, sind halt Hilfestellungen. Ja, hier können wir das auch nochmal sehen, was wir alles einstellen können. Und hier in grün wird das nochmal markiert. Und mit diesen Zahlen können wir halt rumspielen. So, hier. Und uns das Ganze halt beliebig anpassen. Ob wir nur kleine Überschwemmungen haben wollen, große Wellen, kleine Wellen, gigantische Wellen, Tsunami-Wellen, wie auch immer. Ja. Und wenn ihr es gemacht habt, dann speichern, die Datei dann wieder hochladen und den Server neu starten. Wenn ihr den Server nicht neu startet, werdet ihr keinen Unterschied merken. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ja, falls euch das Video so weit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut da rein und ciao, ciao.